Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem weiteren Kurzvideo. Moderne Menschen sagen dazu Shorts zu Corborn Nations of the Undercore. Ich zeige euch nochmal, was in der Basis hinzugekommen ist. Hier gibt es eine neue Treppe nach oben. Genau, hier geht's ja in die Bibliothek aktuell. Und da haben wir einen Thronsaal. Da wird sich Lord Gaius und Lady Lottie mit Sicherheit freuen. Ja, auf jeden Fall sind hier zwei Stühle. Fangen wir erstmal so an. Atlanis, unser Vogt, hat sich bereit erklärt, das Gebäude zu bauen. Also alles, was hier eine tragende Struktur ist. Mauern, Säulen, Dächer, Fenster und so weiter. Das hat Atlanis, unser Vogt, gebaut. Und ich habe dekoriert. Genau. Wir haben hier diese wunderschönen Türen und Fenster vor allem. Genau, es ist sehr offen, sehr hell und hier ein Doppelfenster, damit die Lordschaften nach dem, wie nennt man das, ja, wenn sie Leute empfangen, Audienz, also wenn sie zur Audienz rufen, danach können sie dann schön rausschauen. Genau, hier ein bisschen erhöht versetzt, genau, so gehört sich das. Dann gibt es hier Vasen aller Art. Die zwei Thronsessel und Truhen, ein paar Bänke für Wartende oder für Wachen. Genau, Lampen. Genau. Aber das ist nicht alles. Es geht auch noch einen Weg hier nach oben. Das muss ich nur selber gerade mal finden. Ich glaube, außenrum müssen wir da. Auf dem Balkon der Lordschaften, kann das sein? Ja, genau. Hier ist nochmal eine Empore. Hier kann man noch nach unten schauen. Genau, und das Dach hier, wunderschön. Und hier ist es offen, das ist so geplant, also einmal ungeplant wegen der Stadtgrenze. Da kann man ein Feld nicht zumachen und es würde scheiße ausschauen. So ist halt jetzt offen und kommt immer schön Licht rein. Ihr seht ja, es ist ein bisschen Licht durchflutet, es ist doch schön. Okay, aber genug geschwallert. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus.